Ja, herzlich willkommen hier im schönen Konradsheim in Waidhofen an der Ybbs in Niederösterreich. Wir sind heute hier, um uns dieses Gebiet hier ein bisschen näher anzuschauen und um ein paar Eindrücke zu bekommen zum Thema gravitative Massenbewegungen. Was ist es? Wie lässt es sich untersuchen? Welche Methoden kann ich dazu anwenden? Und dazu schauen wir uns heute dieses Beispiel hier an. Ja, also zum Projekt NÖ Slide. Das beinhaltet schon zwei einzelne Wörter. Das eine ist NÖ, das steht für Niederösterreich. Das andere ist Slide, aus dem Englischen Landslide, was ja dann zu Deutsch gravitative Massenbewegungen heißt. Das heißt, innerhalb dieses Projekts untersuchen wir gravitative Massenbewegungen in Niederösterreich. Und zwar nicht nur über einen begrenzten Zeitraum von nur 2 oder 3 Jahre, sondern wirklich langfristig. Also bis dato ist das Projekt jetzt mal auf 10 Jahre ausgelegt und soll aber eigentlich noch weitergeführt werden. Und solche langfristigen Messreihen sind extrem selten bei der Untersuchung solcher Prozesse aus verschiedenen Gründen. Der erste ist natürlich, es ist sehr aufwendig und auch sehr teuer. Und man muss auch erstmal einen Standort finden, an dem man so ein Projekt oder so ein Monitoring-Projekt einfach auch mal aufbauen kann. Zum einen ist dieser Standort sehr repräsentativ für ähnliche Standorte hier direkt in der Umgebung. Das liegt vor allem daran, dass wir uns hier in einer geologischen Zone befinden, die sehr, sehr anfällig ist, gerade für Hangrutschungsprozesse. Das ist die sogenannte Flüschzone. Das ist eigentlich nur ein ganz, ganz schmaler Streifen Land, also wenige Kilometer Ausdehnung in der Breite, und zieht sich aber so als Band von Ost nach West eigentlich durch ganz Österreich, aber natürlich auch über Österreich hinaus. Aus der Schweiz kommt überhaupt erstmal dieser Begriff der Flüschzone, von Flüsch, von Fließen eigentlich her. Also das beinhaltet eigentlich schon, welche Prozesse in dieser geologischen Zone eigentlich schon die vorherrschenden sind. Und das sind hier in diesem Fall Hangrutschungen, also Rutschprozesse und auch Fließprozesse. Aus, sagen wir mal, menschlicher Zeitperspektive ist dieses Gebiet ungefähr seit Ende der 70er Jahre auf jeden Fall bekannterweise aktiv. Da gab es schon Rutschprozesse. Da wurde auch dann schon eingegriffen. Das heißt, es wurde zum Beispiel ein Wald geschlägert, der inzwischen dann wieder aufgeforstet wurde. Und in den letzten 10 Jahren ist auch ein anderer Bereich hier aktiv geworden, wo es im oberen Bereich hier an der Hofermühle zu Rutschprozessen gekommen ist, zu flachgründigen Rutschprozessen, die sich dann im Bereich des Hofermühlbachs akkumuliert haben und dann durch ein sehr, sehr heftiges Niederschlagsereignis sich in einen Murgang verwandelt haben, kann man sagen. Das heißt, wir haben hier zwei Arten von Prozessen. Wir haben Rutschen oben und Fließprozesse, die auf ganz unterschiedlichen raumzeitlichen Skalen ablaufen. Und genau das ist auch ein Grund, warum es total wichtig ist, solche langfristigen Messreihen zu haben, weil innerhalb von 3 Jahren kann man sowas nicht beobachten, wie sich so ein Prozess in einen anderen Prozess entwickelt. Genau, also im Rahmen des NÖ-Slide-Projekts war eines der Ziele, dass wir natürlich zum einen diese Prozesse untersuchen mit klassischen Methoden, die man generell auch schon seit langen Jahren, seit vielen Jahrzehnten anwendet, auch in der Hangrutschungsforschung. Was in den im letzten Jahrzehnt vor allem hinzugekommen ist, das ist die Erstellung von sehr hoch aufgelösten Geländemodellen. Hier wenden wir verschiedene Methoden an, um zum einen einen Eindruck über den Untergrund zu erhalten, und zwar über den statischen Untergrund zum einen, also wie ist der Untergrund aufgebaut, aber auch über Bewegungen im Untergrund und dann auch über Bewegungen an der Oberfläche, also wie die Oberfläche aufgebaut ist und wie sie sich über die Zeit entwickelt. Und da haben wir verschiedene Methoden, die wir da anwenden können, um erstmal einen Eindruck von dem Boden als solches zu erhalten. Gibt es zum Beispiel die Methode der RAM-Sondierung. Das Prinzip ist da eigentlich relativ simpel. Ich schlage eine Metallstange in den Boden. Diese Metallstange hat eine bestimmte Länge. Und entlang dieser Metallstange ist immer in den gleichen Abständen praktisch eine Einzeichnung drin. Und dann schlage ich diese Metallstange mit einem festen Gewicht in den Boden und zähle, wie viele Schläge ich brauche, um die Stange 10 cm in den Boden zu jagen. Und das mache ich so lange, Meter für Meter, bis ich anstehe, in Anführungsstrichen. Und das soll mir schon mal den ersten Eindruck geben darüber, wo ist denn das anstehende Gestein? Also wie mächtig ist die Masse an verwittertem Material, die über dem Festgestein liegt und die dann eventuell auch aktiviert werden kann im Rahmen einer Rutschung? Weil das Festgestein unten rutscht hier erstmal nicht. Das ist eine Sache, die ich über die RAM-Sondierung rausfinde. Das nächste ist, ich kann auch einen Eindruck gewinnen darüber, wie die Schichten im Boden aufgebaut sind. Das heißt, je mehr Schläge ich brauche, um die 10 cm reinzuschlagen, umso dichter ist das Material oder umso grobkörniger ist es auch. Das könnte uns einen Eindruck geben darüber, ob es vielleicht hier schon zu Überschiebungsprozessen kam.
Also das kann man schon mal über eine RAM-Sondierung herausfinden. Eine weitere Methode, um dann wirklich direkt Informationen über den Boden zu erhalten, ist zum Beispiel eine RAM-Kernsondierung. Ist eigentlich das gleiche Prinzip wie eine RAM-Sondierung, nur ich entnehme dann zusätzlich für jeden Meter eine Bohrkernprobe, also einen Bohrkern, den ich dann später im Labor mir anschauen kann. Erstens, also wie ist der Boden Meter für Meter aufgebaut? Ich kann die Bodenhorizonte und die Bodenschichten einteilen und ich kann Proben entnehmen und im Labor auf verschiedenste Parameter hin untersuchen. Das ist also auch total wichtig, eine der wenigen Methoden, mit denen wir wirklich direkt Informationen über den Untergrund erhalten. Ja, und in diesen vorhandenen Bohrlöchern kann ich dann noch allerlei Sensorik installieren. Zum einen, um Eindruck über die Hanghydrologie zu erhalten. Das ist hier zum Beispiel, machen wir das mit Piezometern. Diese Piezometer werden in diesen Bohrlöchern versenkt und werden dann dazu genutzt, um den Grundwasserstand zu messen. Das heißt, diese Sensoren messen den Wasserpegel über sich selbst. Und dadurch weiß ich immer, nachdem ich ja weiß, wie tief das Bohrloch ist, kann ich abschätzen, wie der Grundwasserspiegel ist und wie er auch schwankt über die Zeit. Denn diese Sensoren zeichnen dann automatisch auf, alle 5 Minuten. Und durch unsere Klimastation, die auch hier verbaut ist, haben wir noch dazu Daten über den Niederschlag und über die Temperatur und können sozusagen die Schwankungen des Grundwasserspiegels mit dem Niederschlag hier korrelieren. Neben diesen Piezometern, was die Hanghydrologie betrifft, haben wir auch noch sogenannte TDR-Sonden. Diese sind auch wieder halt an einem Standort verbaut, aber in verschiedenen Tiefen. In diesem Fall hier sind es 3 Standorte und an jedem Standort haben wir 3 TDR-Sonden in 1/2 Meter, 1 Meter und 2 Meter Tiefe. Und die messen die Bodenfeuchte. Das heißt, hier kann ich feststellen, wenn es regnet, wie lange dauert es, bis dieser Niederschlag sozusagen von der Oberfläche bei der untersten Sonde angekommen ist. Und diese Sachen sind extrem interessant, extrem wichtig, weil gerade Niederschlag und auch Schneeschmelze sind hier im Niederösterreich, davon geht man zumindest aus, die Haupttrigger von solchen Prozessen, wie sie hier zu finden sind. Also die Haupteinflussfaktoren für diese Prozesse. Genau, das sind so mal die Hanghydrologie und der Aufbau des Untergrundes. Was wir dann noch machen können, ist Bewegungen im Untergrund zu erfassen. Das machen wir hier mit sogenannten Inklinometern. Auch hier wird in so einem vorhandenen Bohrloch wird ein Leerrohr verbaut. Und in dieses Leerrohr lasse ich dann eine Sonde runter und messe in gewissen Abständen, wie sich dieses Rohr verbiegt. Es gibt dann manuelle Inklinometer, es gibt automatische Inklinometer. Für ein manuelles müssen wir praktisch jeden Monat rausfahren, nehmen unsere Sonde mit, machen diese Messung. Wir haben hier aber auch ein automatisches Inklinometer, das macht das Ganze für uns alle 5 Minuten automatisch. Und wenn ich das Ganze lang genug mache, über ein Jahr, über 2 oder mehr, dann sehe ich irgendwann Änderungen in dieser Verbiegung dieses Bohrlochs. Also im klassischen Fall, wenn das der Hang ist, dann sehe ich bei dem Inklinometer irgendwann, wie es sich sozusagen nach unten arbeitet. Und dann weiß ich genau in dem Knick, hier setzt die Rutschung an, hier ist die sogenannte Gleitfläche, auf der dieser Rutschprozess praktisch stattfindet. Dafür nutzen wir das Inklinometer. Das sind so die Methoden für den Untergrund. Und natürlich interessiert uns halt auch, wie sich die Oberfläche verändert, denn all diese Methoden für den Untergrund, die sind sehr punktuell. Also so ein Inklinometer, da haben wir hier insgesamt 4 Stück verbaut und die geben uns halt Punktinformationen. Wir wollen natürlich wissen, wie ändert sich die ganze Oberfläche. Und dafür generieren wir hier in regelmäßigen Abständen sehr hochaufgelöste Geländemodelle. Und wir benutzen da 2 Methoden. Das eine ist das terrestrische Laserscanning. Und für das andere nehmen wir mittels Drohne hier Luftbilder auf und werten die anschließend in dem sogenannten Structure from Motion Verfahren aus und erhalten auch dadurch sehr hochaufgelöste Geländemodelle. Vielleicht ganz kurz zum Prinzip, wie Laserscanning auch funktioniert. Also dieser Laserscanner sendet einen Laserpuls aus. Mit Lichtgeschwindigkeit rast dann praktisch dieser Laserstrahl rüber zum Gegenhang in diesem Fall, wird reflektiert, kommt zurück und das Gerät misst dann, wie lange hat dieser Laserpuls gebraucht und weiß dann ganz genau, wie weit dieser Punkt entfernt ist und auch ganz genau, welche Position er hat im Gegensatz, also gegenüber dem Scanner selber, gegenüber dem Laserscanner selber. Das ist der Laser und der Scanner ist derjenige, der diesen Laserpuls ablenkt und damit habe ich eine Ablenkung in vertikale und in horizontale Richtung, womit praktisch dieser Laserscanner nach und nach, Reihe für Reihe und Zeile für Zeile, mir ein bestimmtes Gebiet einfach abtastet. Das heißt, ich habe nicht nur einen Messpunkt, ich habe Millionen von Messpunkten
und habe am Ende eine sehr, sehr dichte, hochaufgelöste Punktwolke, wo ich für jeden Punkt exakt weiß, wo er ist. Mit dieser Punktwolke kann ich dann weiterverfahren, ich kann sie filtern, ich kann sie triangulieren und mir Höhenmodelle in verschiedenen Auflösungen erstellen. Und das andere Verfahren ist, was wir hier auch noch anwenden, ist, wir nutzen eine Drohne, also eine UAV-Drohne, eine Unmanned Aerial Vehicle-Drohne, mit der wir hier dieses Gebiet abfliegen und ganz, ganz viele Fotos aufnehmen. Und diese Fotos werden anschließend über eine Software ausgewertet, die praktisch in jedem Bild schaut, ob ich den gleichen Punkt in verschiedenen Bildern finde und dieses Pixel in diesen Bildern praktisch sucht und daraus dann irgendwann einen Punkt generiert, von dem auch durch die Überlappung der Bilder ich mir praktisch ein dreidimensionales Bild schaffen kann. Auch hier wird praktisch im Endeffekt eine Punktwolke erzeugt. Und der große Unterschied zwischen diesen beiden Methoden ist der, dass so eine Lasermessung ist in der Lage, dadurch, dass das halt eine direkte Messung ist, dass ich teilweise auch durch Vegetation durchkomme, was bei einer Luftbildaufnahme schwierig ist. Also wenn ich wirklich Bilder aufnehme, es sind RGB-Bilder, das heißt, die kann nicht durch einen Ast sozusagen durch oder dran vorbeischauen. Das heißt, ich habe wenig Informationen über den Boden selber bei dichtem Bewuchs und der ist ja das, oder der Boden, die Oberfläche ist ja das, was mich interessiert, die ich analysieren möchte im Endeffekt.